Hallöchen ihr Lieben, ich bin Eva und ihr seid gerade in einem neuen Video auf meinem Kanal gelandet. Ich habe mal wieder ein Buch beendet und das heißt, ich habe heute eine Buchrezension für euch. Viel Spaß damit! Und das Buch, das ich euch rezensieren möchte, heißt Taberna Libraria, die magische Schriftrolle von Dana S. Elliott. Das ist ein Anonym tatsächlich für zwei Schriftstellerinnen, allerdings habe ich die Namen vergessen. Das Buch kommt aus dem Knauer Verlag, kostet 9,99 €, ist leider nicht als Hörbuch bei Audible erhältlich. Ich habe mal nachgeguckt. Weil ich ja jetzt auch wieder Hörbücher höre, aber da ist es leider nicht da. Dafür gibt es dieses Buch auch als E-Book zu kaufen und kostet genauso viel wie das Taschenbuch, 9,99 €. Ja, dieses Buch ist bereits 2013 im Dezember erschienen. Es ist also schon eine Weile länger da und ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich ziemlich lange nicht bemerkt. Also ich wusste nicht, dass es existiert und habe dann, als ich einen Prospekt von Drömer bekommen habe, den dritten Band gesehen, dass der bald erscheinen soll, habe gedacht, hey cool, das klingt voll spannend, aber sollte ich vielleicht mal mit dem ersten anfangen, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe nämlich angefangen zu lesen und war direkt in einer super spannenden Geschichte drin. Hätte ich nicht so viel nebenbei lesen, tun müssen und erledigen müssen und hätte total viel Stress um die Ohren gehabt, dann hätte ich das Buch auch wesentlich schneller durchgelesen. Jetzt habe ich über 2 Monate gebraucht, glaube ich, aber auch einfach, weil ich zwischendurch noch ein Hörbuch gehört habe und irgendwie habe ich das Buch länger dann mal zur Seite gelegt, weil einfach so viel zu erledigen war. Dabei hat das Buch 511 Seiten. Die sind auch ein bisschen kleiner geschrieben tatsächlich. Also da steht schon viel drauf. Aber sie lassen sich erstaunlicherweise richtig gut runterlesen. Also mir hat das Lesen super viel Spaß gemacht und ich fand, man hat gar nicht gemerkt. Also ich hätte jetzt gerade geschätzt, dass es so 300 Seiten hat, aber ja, lasst sich richtig gut lesen, wie gesagt. Und ich lese euch mal kurz vor, worum es eigentlich geht. Willkommen in der magischen Welt von Amarantina. Ursprünglich wollten die Freundinnen Silvana und Cori nur eine ganz normale Buchhandlung eröffnen. Doch der alte Laden, den sie im beschaulichen Woodmore erstehen, hütet ein Geheimnis. In seinem Keller liegt ein Portal zu einer anderen Welt, in der sich übernatürliche Geschöpfe tummeln und Magie höchst real ist. Und so sind körperlose Stimmen und seltsame Buchbestellungen erst der Anfang von einem Abenteuer, bei dem Cori und Silvana sich den Plänen eines finsteren Magiers entgegenstellen müssen. Dazu muss ich sagen, der Klappentext verrät ein bisschen mehr, als was er sollte. Ich glaube, ich habe ihn vorher tatsächlich nicht gelesen gehabt. Ist allerdings nicht so schlimm, weil jetzt so weiß man natürlich, dass es definitiv was mit Fantasy und, naja, wirklich mit einer fantastischen Welt auch zu tun hat. Weil ich habe ursprünglich gedacht, so eine kleine übernatürliche Buchhandlung, es ist viel mehr als das. Also da steckt wirklich viel, viel mehr hinter und eine ganze fantastische Welt eben. Und ich habe bereits beim Reinschnuppern etwas von Werwolf gelesen und das war eigentlich der Grund, warum ich das dann so direkt auch weitergelesen habe. Ich bin ja ein super Fan von Werwölfen. Ich hoffe, dass die im nächsten Band noch ein bisschen mehr vertieft werden. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch andere supernatürliche Wesen wie Vampire, Feen, Zentauren, Greife. Also es gibt wirklich alles. Alles ist mit dabei. Eiskatzen, Feuerwölfe. Jetzt will ich allerdings nicht zu viel verraten. Ja, die beiden Hauptpersonen, Silvana und Cori, sind wie gesagt so, ich würde mal jetzt behaupten, im mittleren Alter stehende Frauen, die beide jetzt sich quasi sesshaft, also beide wollen sesshaft werden, wollen zusammen eine Buchhandlung aufmachen und das finde ich ja schon erstmal eine ganz coole Geschichte, vor allem für Buchliebhaber. Heißt, sie suchen sich ein Gebäude und dann landen sie im Endeffekt in Woodmore und so fängt die ganze Geschichte an. Ja, und dann entdecken sie dieses Haus und also es ist auf jeden Fall schon sehr schön, also sehr witzig und recht schnell sind sie mittendrin und spannend ist es auf jeden Fall und es hat mir sehr schön gefallen, es ist sehr schön erzählt worden, Also ich will mir auf jeden Fall auch den zweiten Band zulegen, weil ich einfach wissen möchte, wie es weitergeht. Ich finde das Cover so unheimlich schön. Das hat so wirklich was Schriftrollenmäßiges, finde ich, und also ich mag das vor allem auch mit der Zeichnung hier unten und mit der Maus.
die Schriftrolle hat. Das gefällt mir richtig, richtig, richtig schön. Also das finde ich wirklich toll, weil das so ein bisschen altes Pergamentmäßig irgendwie gehalten worden ist. Also letztendlich ist dieses Buch mit der Geschichte gefühlt schon ein Geheimtipp, weil ich das Gefühl habe, das Buch haben noch nicht genügend Leute gelesen. Deswegen kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt 4 Sternchen für dieses Buch, einfach weil es doch nicht geschafft hat, mich 100%ig zu fesseln. Gut, andererseits hatte ich auch viel Stress und so, aber da ist das Buch leider nicht dran schuld oder glücklicherweise nicht dran schuld. Und weil jedes Mal, wenn ich dann wieder zu dem Buch gegriffen habe, war ich sofort drin und habe gar nichts nochmal nachlesen müssen oder so. Ich wusste sofort wieder, was passiert war. Und das finde ich doch sehr, 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 sehr gut. Also rein theoretisch sind es 4,5 Sterne. Sagen wir 4,5 Sterne. Es ist auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung. Ich empfehle das jedem Fantasy-Liebhaber weiter, wenn ihr Bücher mögt, wenn ihr Buchhandlungsliebhaber seid, wenn ihr Fantasy-Geschichten mögt, Werwölfe, Vampire. Total toll. Es ist ein bisschen Romantik mit drin, ein bisschen. Es ist noch nicht übertrieben. Also ich weiß nicht, wie das im zweiten Band ist. Es wird ein bisschen was angedeutet, aber es ist total im Rahmen und es ist auf jeden Fall total normal und passt auch voll rein, finde ich. Also im Endeffekt eine super schön erzählte, auf dem Boden gebliebene, ich wollte sagen realistische Geschichte mit Fantasy-Elementen natürlich, die es sich auf jeden Fall zu lesen lohnt. Und wenn ihr weitere Rezensionen von mir lesen wollt, dann dürft ihr gerne hier unten ein kostenloses Abo dalassen. Apropos lesen, schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Da gibt es vielleicht den Link zu meinem Blog, wenn ich es nicht vergessen habe. Und hier findet ihr weitere Videos von mir, die euch gefallen könnten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr dran bleibt. Und ja, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.